Es ist nämlich... Respektlosigkeit. Er hat nämlich nicht Dings getötet. Dafür wird er brennen. Autsch. Du wirst brennen, mein Freund. Du wirst richtig brennen. Da hinten. Erfrischend. Zack, 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 zack. Na, gut. Dachte ich mir doch. Patz. Brenn. Piet, brenn. Wir sehen uns wieder. Ja. Sehr beeindruckend. Ihr habt zwei Klingen Piet aufgehalten und seine Banditen aus Götterfels vertrieben. Danke. Ich bin nur froh, dass Piet endgültig aus dem Geschäft ist. Es tut mir leid um euren Freund, aber ihr habt hier viele Leben gerettet. Ich sorge dafür, dass die Königin von eurem Heldenmut erfährt. Und von Quinns. Bei der Königin angeben? Ja, das hätte Quinn bestimmt gefallen. Okay. Ich melde mich. Die Seraphen können stets vertrauenswürdige Freunde gebrauchen. Ich bin bereit. Danke, Hauptmann. Oh ja, ich bin bereit. Und ihr seid wieder da. Die Straßen sind jetzt viel sicherer und sauberer. So, und schon haben wir noch ein bisschen Belohnung bekommen. Ich finde das so geil, dass das so viele Belohnungen gibt. So, einen Schlüssel. Den kann ich für diese Truhen nutzen, diese Schwarzlöwentruhen. So. Dann habe ich hier noch ein bisschen Material und ein paar Schüchen bekommen. So, diese Ausrüstungen sind richtig nett, weil ich kann da mir was aussuchen. Wie zum Beispiel der Energische, der dann plus 4 Kraft und plus 3 Vitalität hat. Oder der Wackere, 3 Zähigkeit, 4 Vitalität. Der Jagende, Kraft und Präzision, Verwüstender, Präzision und Zusatzschaden, Verjüngender, Kraft und Heilkraft, Veredelter, Kraft und Wildheit, Starker, Kraft und Präzision. So, und ich nehme den Wackeren, weil Zähigkeit, Vitalität ist halt Leben und Abwehrmäßig für tanke ich eigentlich ganz nett. Um ein bisschen tankiger zu werden. Ich will ja nicht immer gleich beim kleinsten Kratzer, sage ich jetzt mal, hier zerdeppert werden. So, der und dit. Ne? Material lagern wir wieder. Und haben noch 50 Glück so bekommen. So, dann wollen wir mal wieder raus. Raus, ne? Und begeben uns hier rein. So, warte mal, die kann doch bestimmt gleich, ja, ein paar Dinge verkaufen. So, gut. Dann wollen wir mal hier vorne rein, uns mal wieder mit Logan treffen. Und zwar, mit Hauptmann Thackeray, um genau zu sein. Ist ja Hauptmann Thackeray. Und der Untergang der Falcon Company. Oh, schon schöne Bilder mit drin. Hey, Thackeray. Ich bin im Dienst. Ja, toll. Gut, euch wiederzusehen, mein Freund. Genau zur rechten Zeit. Habt ihr je von der Falcon Company gehört? Falcon Company? Aber natürlich. Eine der höchst dekorierten Seraphen-Einheiten, ausradiert bei einem Zentaurenüberfall. Meine Schwester war Soldatin in diesem Kommando. Eure Schwester? Tut mir leid, das zu hören. Das wusste ich nicht. Ihr werdet noch interessierter an diesen Informationen sein, als ich dachte. Späher haben alte Tagebuchseiten im Forst der Königin gefunden.
Offenbar stammen sie von Willem Harrington, einem Mitglied der Falkenkompanie. Die Schrift ist recht ungelenk. Der Verfasser war in Eile. Doch er schreibt, dass Überlebende der Schlacht von den Zentauren gefangen genommen wurden. Überlebende? Meine Schwester lebt vielleicht noch? Logan, ihr müsst mich dies untersuchen lassen. Ich muss wissen, was mit Deborah geschehen ist. Ich dachte mir, dass ihr so empfinden würdet. Aktualisieren wir meine Aufzeichnung und dann könnt ihr mit Hauptmann Tervelan im Kloster Edwin sprechen. Er wurde zwar zum Hauptmann vom Königental befördert, doch einst hat Tervelan die Falkenkompanie befehligt. Vielleicht kann er uns mehr sagen. Ja, vielleicht. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einem kleinen Abschnitt, was eigentlich ganz witzig ist. Man hat ja gerade mitbekommen, dass so gesehen unsere Schwester in dieser Falkenkompanie war. Und dieser Abschnitt würde, also dieses, dieser Abschnitt würde nicht so sein, wenn wir am Anfang bei der Charakterentwicklung was anderes ausgewählt hätten, wie zum Beispiel nicht die Eltern kennengelernt oder hier von wegen nicht bereut, dass ich nicht in Zirkus gegangen bin. Deswegen, so, nebenbei, paar Briefe natürlich, ja, bei Grüße! Wir haben uns noch nie getroffen, aber ich verfolge eure Heldentaten schon lange mit großer Aufmerksamkeit. Ich sammle Geschichten über die große Wagnisse und Heldenmut. Und euer Name taucht in den Geschichten, die man mir berichtet, immer häufiger auf. Ich habe mit eurem Mentor gesprochen und es fiel der Vorschlag, dass ich mich an euch wende und eure Geschichte zu meiner Sammlung hinzufüge. Euer Mentor war Mitglied einer Abenteurergruppe, die als Klinge des Schicksals bekannt war. Sie waren legendäre Helden, doch vor etwa 5 Jahren trennten sich ihre Wege aus Gründen, die ich noch nicht herausgefunden habe. Keiner von ihnen war gewillt, diese Geschichte mit mir zu teilen. Wenn ihr also herausfinden solltet, was ihre Trennung verursacht hat, wüsste ich eure Hilfe tief zu schätzen. Ich danke euch für eure Mühen und werde mich in Zukunft wieder bei euch an euch wenden. Dann kann ich euch hoffentlich etwas über den Verbleib eures Mentors oder der anderen Mitglieder der Klinge des Schicksals berichten. Damit verbleibe ich, euer Herold. Ja, euer Herold. Ich will mal kurz nebenbei mal was gucken. Nee, okay. Weil, dachte, sie wäre noch online, weil sie hatte auch gerade gestreamt, die liebe Isa alias Honeyball. Ich bin im Dienst. So. Die Aufzeichnungen der Falkenkompanie wurden bei den Zentaurenüberfällen größtenteils zerstört. Ich bin auf der Suche nach einer vollständigen Mitgliederliste. Eure Schwester war kreitischer Abstammung. Ja, wir beide sind Kreitianer. So. So. Ho, 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 ho. Dann wollen wir mal. Wir müssen. Gott. Nein. Ich will nur nach da unten. Wir müssen nach da unten sogar. Ich hab da. Okay. Das sind gefährliche Zeiten. Ich hab da schon geholfen, ohne dass ich geholfen habe, in dem Sinne. Nett. So, dann teleportieren wir uns nach Shaymore, also zur Festung Shaymore, und laufen in die Richtung, die wir müssen. Sprich, hier raus. Und dann in die Richtung an der Mühle da hinten vorbei. Beziehungsweise wir gehen da oben an dieser zerstörten Mühle sogar rauf.
weil ich in der Hinsicht erstmal ja, der greift mich zwar an, aber es macht mir jetzt gerade nichts. Zack. So. Schon lebe ich wieder. Hier, gerade mal eine Nebenquest noch gestartet. Tötet die Skrit. Hey, hier geblieben. Die Skrit töten, sammelt Holzplanken, zerstört. Sammelt Holzplanken, zerstört Wespennester und... Genau. Ja, rein damit. Zack, 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 zack. So. Schön mal hier rein. Die Nebenquest machen wir mal mit. Einfach damit... weil wir gerade da sind. So. Werfen mal ein bisschen was um. Zack. Erfrischend. Zack. 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 Umgeworfen, umgeworfen. Schnell mal ein bisschen was umgeworfen. Ja, das war so weitestgehend die Höhle. Aber ich weiß ja zufälligerweise, dass ich hier noch andere Sachen finde. Wie zum Beispiel diese Wachposten-Quid. Zack. Wachposten-Squid. Hier ist auch noch. Hey. Nehmt das! Zack, zack. Bin tot! So, Holzplanke. Zack. 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 So. So. Ich weiß zufällig nämlich, dass man hier oben noch eine Heldenherausforderung hat. So, damit haben wir auch die Aufgabe erledigt. Und zwar beste Wünsche. Lieber Lewoskisan, ich wollte euch für die Hilfe im Forst der Königin danken. Euer Ruf ist gerechtfertigt. Ihr seid wirklich heldenhaft und sehr begabt. Wir alle hier vom Sägewerk sagen danke, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt. Hilfsarbeiterin Candy. Greifen die mich an, während ich lese. Geht aber gar nicht. Um genau zu sein, ist das die Aufgabe da oben gewesen. So, und hier haben wir noch eine Heldenherausforderung. Hey und auf weh! Der Windmühlenkönig will gegen einen Drachen kämpfen. Bringt den Drachen raus! Ja. Jederzeit verteidigt euch. Vier Flügel! Ihr habt euren Meister getroffen, Drache! Bam. Erfrischend. Bam. Bam. Zack, 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 zack. Autsch. Batz. Bam. Ihr habt mich verhext, elende Elster. Ihr seid kein Drache. Nö, bin ich auch nicht. So, ich nehme jetzt das Ei auf.
und beschmeiß ihn eiskalt damit. So. So. Und schon hat man die nächste Heldenherausforderung geschafft. Und wir gleiten in die Richtung hier oben. Squid, Hilfe! Squid, Hilfe. Ja, von mir aus. Hilft ihnen. Oh, hi. Ein anderer Spieler. Oh. Der Sumpf ist ruhig. Ja, Geheimnis im Sumpf. Das ist ein Event, welches hin und wieder auch hier aufploppen kann. Events sind ganz witzig. Man kann zum Beispiel gegen Bossgegner, also so eine kleine Bossfights machen, die allerdings auch ziemlich schwierig werden und dementsprechend im Team hauptsächlich gemacht wird. Im Team, also nicht im Team, sondern in großen Mengen und großen Gruppen, sagen wir mal, agiert. Sagen wir es so. So, wir gehen mal hier hoch, bevor wir da gleich gehen, weil hier ist noch ein Panorama, was ich gleich mal haben will. So, anschauen. So, du willst Stress? Gepanzert. So, da hast du deinen Stress. So, einmal kurz den noch aktivieren. Weil dann kann ich mich immer hierher porten. Was hilfreich ist. Und dann betreten wir der Untergang der Falcon Company. Also die nächste Quest sozusagen. So, Kloster Eldwin. Der Held von Chimor ist endlich hier, Leute. Der Hauptmann erwartet euch schon. Er ist oben auf der Mauer. Danke sehr. Oben auf der Mauer, das... Auf der Mauer, auf der Lauer. Sitzt ein kleiner Hauptmann. Dann gehen wir mal zum Hauptmann. So. Ihr müsst dieser Held sein, vor dem ich Thackeray gewarnt hat. Er meinte, ihr untersucht diese Falkensache. Stimmt das? Ja. Hauptmann Thackeray meinte, ihr könntet mir helfen. Habt ihr von Zentauren gehört, die Gefangene genommen haben? Thackeray hat sich zu lange am Hof verwöhnen lassen. Er hat vergessen, wie hart es hier draußen ist. Eure Reise war umsonst. Die Falkenkompanie ist schon lange tot. Möge Grant ihren Seelen gnädig sein. Geht heim, Jungspund. Das hier ist... Zentauren! Am Nordtor! Bringt die Mönche rein! Zu den Waffen! Perfekter Zeitpunkt, Held. Kommt mit! Jetzt seht ihr mal, wie es außerhalb der Stadtmauern so ist. Zum Nordtor! Nach euch. Zum Nordtor. Nach euch. Sieh zurück! Ich will sie nicht hier drinnen sehen. Okay. Aua. Irgendwie hat der Schirm gerade nicht gegriffen. Zack. Batz. 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 Na komm. Na, Batz. Und schon kann ich gleich mal hier ein paar gleichzeitig killen. Sichert den Hof, ja. Werde ich machen. Zap, zap. Zap, zap. Nein. So. Da hinten. Batz. Erfrischend. Ein bisschen abfackeln. So, die sind drin.
Irgendwo noch hier irgendein Vieh? Nee.